Huka, hey, der Vorbotler meldet sich zurück aus Bad Schönfels und baut jetzt mal eben kurz noch ein paar Zäune. Ja, ich habe nämlich nicht mehr alle Latten am Zaun, habe ich festgestellt. Machen wir noch ein paar mehr. Ich glaube, 23 reichen zwar, aber nein, ich möchte noch ein paar mehr haben. Ich möchte ein bisschen reinhauen hier jetzt. Wie baut man nochmal Zäune? Ach ja. Guck mal, wie das geht. Das geht doch. So, ich bin auch oben bei dem oberen Rundgang beschäftigt. Möchte da jetzt gerne einfach noch ein paar Zäune hinstellen an die Seite und den noch ein bisschen um die Ecke bauen. Mal sehen, wie wir das hinkriegen. Ich habe keine Ahnung, wie das in der ja aussehen wird. Immer Gefahr noch, ne? Gerade mal wieder geschlafen. Ist nichts passiert seit der letzten Folge, habt ihr nichts verpasst. Ich habe also nicht wieder irgendeinen Vorsprung erarbeitet. Abgesehen davon, dass diese beiden Bäume irgendwie schon gewachsen sind. Sonst ist nichts passiert. So. Hier drauf, auf diese Erdteile, sollen jetzt Zaunstücke gestellt werden. Ja. Am besten zwei. Herrlich. Wenn ich noch dran denke, wie wir früher rumeiern mussten, ne, mit der Erde da immer, ne, das war irgendwie immer total nervig. So, und auf die Teile drauf einfach eine Fackel jeweils. Wirst du wohl gehorchen? Und ach so, doof ist jetzt. Ach so, ah. Der Erdhaufen soll natürlich nicht bleiben, ne? Ah, wie mache ich das denn jetzt? Komme ich denn da jetzt vielleicht so an die. Nee, da komme ich von unten nicht ran. Ach nee, das ist ja jetzt blöd. Ach, das ist aber jetzt so. Da werde ich jetzt improvisieren, also ganz eiskalt, da werde ich jetzt sagen, mir doch egal. Ne? Da werde ich jetzt eiskalt improvisieren, das sage ich euch. Ich werde jetzt nicht da unten rumklettern und irgendwie, um dann noch so eine Stange ranzubauen. Ich mache das jetzt einfach so. Und ich glaube nämlich, das wird dann. Hier komme ich hier natürlich nicht ran. Mal von der anderen Seite versuchen. Ah, das hat jetzt keinen Sinn. Hier komme ich auch nicht ran. Na komm, das muss doch gehen. Wieso komme ich denn da nicht rum? Steht mir alles im Weg hier. Naja, gut, das hätte ich dann einfach direkt machen müssen, dass ich dann hier zuerst so Holz hinhänge statt der Erde, ne? Aber da habe ich einfach nicht dran gedacht. Das kommt halt vor, ne? So, dann müssen wir ein bisschen, leider ein bisschen eine fummelige Arbeit jetzt hier so. Ja, das geht auch nicht. Das ist das gleiche in Grün wieder, dass man da nicht. Oh. Ja, Dankeschön. Macht aber nichts. Ich weiß jetzt nicht, warum das passiert ist. Hat mein kleiner Finger vielleicht etwas gezuckt auf der Shift-Taste. Und dann wurde es Nacht, ne? Hier ist doch noch alles, ne? Also ist überhaupt kein Problem, außer dass das ein bisschen lästig ist. Ja, ich mache das jetzt einfach ein bisschen einfacher. Ja, ich werde mich da jetzt nicht so aufhalten, sondern, sollte jetzt eigentlich alles wieder so ungefähr haben. Mein Bogen. Ach, da ist er doch. Da ist er doch. Und die Fackeln. Wo sind die Fackeln? Ja, die Fackeln sind weg. Das kann ich mir nicht bieten lassen. Waren die das? Okay. Ach, und noch mehr. Okay, sortieren ist jetzt uninteressant. Ich möchte jetzt den Gang weiterbauen und dann mache ich das mit den Zäunen nochmal auf die manuelle Methode. Jetzt muss er erstmal wieder ganz hoch. Zweite Etage. Dritte Etage. Vierte Etage. Und raus.
Ah ja, hier vorne natürlich, die Reihe sollte auch noch was bekommen. So, pass auf, jetzt machen wir nämlich einfach. So stelle ich mir das vor. Und dann kann man ja auch peu à peu hier immer ein bisschen sortieren. Wirst du vielleicht die Shift-Taste drücken, ja? So. Das flutscht und dann sind wir auch schon gleich durch. Wo liegt das Problem? Ja. Huch. So, das ist jetzt der letzte. Das dauert immer. Ja, klar, der muss natürlich runterfallen, der Schweinehund. Okay, Fackeln hatte ich doch draufgestellt, ne? Und das Holz auch, sein, ja, alles wunderbar. Ja, doch, so können wir das erstmal lassen. Dann haue ich hier mal noch ein bisschen schönen Steine an Apparat und dann werde ich jetzt hier noch ein bisschen Grobholz brauchen. Ja, so. Na. Boah, wo kommen wir bloß aus? Ah, aua. Wo kommen wir bloß aus? Ja, super. Jetzt wird es auch wieder dunkel. Habe ich denn jetzt so viel Zeit verplempert? Nein. Aber offensichtlich schon, ne? Sehr merkwürdig. Naja, man muss nicht alles verstehen im Leben. Ja, hier hätte vielleicht auch mal wieder eine Stütze hingekonnt, aber dann mache ich das eben beim nächsten Mal. Hier. Ich noch einen dran. Ja. Jetzt wird es mir auch zu gefährlich hier. Der Mond geht schon auf. Da laufe ich jetzt aber doch mal lieber zurück. Einmal runter, eine Tüte Schlaf abholen. Halt, halt, halt. Da sind wir doch schon. Bettenetage. Ne? So, und tops, weiter geht's. Schon lange keine Überraschung mehr erlebt hier. Aber wollen wir doch mal sehen, ob wir dann jetzt endlich mal damit durchkommen. Oh, ich finde das cool so. Könnte man dann später auch noch ein bisschen begrünen oder sowas, ne? Finde ich gut. Ja, hier ist ein bisschen kleiner Engpass. Machen wir so. Vielleicht diese Ecke auch dann mal weg. Ja, warum nicht? Na komm, gib mir die Schaufel mal her. Stell dich mal nicht so an. Hehe. Zack. Ja. Hau mal ein bisschen nach innen auf. Das ist gut so. Was höre ich denn hier plätschern? Ich höre hier aber sehr deutlich etwas plätschern. Das ist zutiefst beunruhigend. Aber hallo. Das gibt bestimmt gleich eine böse Überraschung, das sage ich euch. Ist das denn, ich meine, da oben wissen wir ja, ist ja noch so ein Schacht, der hier runterfällt. Ist der dann nur bis hier und hier ist schon das Wasser? Kann ich mir gar nicht vorstellen, ne? Ich habe den tiefer in Erinnerung. Ich gehe mal eben gucken.
Ja, da ist doch was. Da ist doch was. Tatsächlich. Ach, da geht nur bis hier. Da sind wir erst auf der halben Höhe des Berges. Ich dachte, ich wäre hier schon tief unter der Erde. Ja, stimmt, so hoch ist es gar nicht. Irgendwann bin ich mal da fast reingefallen, ne? Vor vielen, vielen tausend Folgen. Und hier unter uns ist nämlich jetzt noch so ein kleiner See und da plätschert das nämlich. Da ist dann irgendwer drin gerade, nimmt ein Fußbad, ne? Ich nehme mal an, es handelt sich so um einen Schweißfußkameraden, ne? Soll er doch, der kommt da eh nicht raus. Ja, sicherheitshalber kann ich ja vielleicht hier mal noch ein so aus Holz oder so mal eben noch was hinstellen, damit ich dann denke, dass man da noch irgendwie rein kann. Weiter geht's hier. Zwar keine Müdigkeit vortäuschen, ne? Irgendwie springt mir heute dauernd das Inventar rum. Also ich weiß auch nicht, ich habe, glaube ich, zitterige Finger. Vielleicht sollte ich noch mal eine Dosis von dem Sumpfkraut nehmen. So, ja, hier, da, das Echo. Jetzt sind wir gleich proben. Wir haben also gleich geschafft irgendwie. Jedenfalls so, dass man schon mal so ein bisschen erkennt, wo man hier so ankommt. Hier. Oh ja. Ah, das war jetzt aber doof. Das gefällt mir nicht. Vielleicht den noch weg. So, dann mache ich auch Folgendes nochmal eben. Diesmal mache ich es auch richtig. Noch ein paar herstellen. Das reicht. Ja. Da noch. Hier auch noch einen hin. Dann haben wir noch ein paar Zäune dabei. Das geht doch. Meine Fackeln bräuchte ich jetzt doch mal eben. So langsam habe ich auch das Inventar wieder ein bisschen parat. Nach dem kleinen Absturz vorhin. Ho, 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 hallo. Immer wenn man gerade vom Teufel spricht, ne? Dann droht er auch schon wieder. Mit seinem Stinkefinger. Gut. Haha. Haben wir eine Axt dabei? Ich glaube, ich habe eine Axt dabei. Habe ich was auf dem Augen? Nein, da ist sie doch. Achso, das ist der Quatsch hier, was ich mache. Mann, da müsst ihr laut rufen und sagen: Halt! Vorbuddler, mach hier nicht sowas. Verschwende hier nicht dein kostbares Werkzeug. Den Baum lasse ich sonst stehen, darunter. Den lasse ich stehen. Ich hole mir jetzt nur hier die Brocken. Die Baumbrocken. Na, wenn schon, denn schon. So, und dann werde ich das hier nämlich einfach so über den Baum bauen. Der Rundgang oben. Ja, genau. Ne? Hier die Verkleidung mal da, hier das noch alles ein bisschen. Aha, es nimmt Formen an, es nimmt Formen an. Ich mag es so gerne, Wege zu bauen. Ne? Das ist so schön. Ich leiste ja richtige Pionierarbeit hier praktisch, ne? Das soll man nicht unterschätzen. Ja. Ja, das ist aber jetzt auch eine schöne Stärke von dem Weg hier. Moment, wie geht's denn weiter? So, so, ja. Wenn man den in dieser Breite jetzt so weitermacht. Bis hierhin vielleicht. Und dann mal guckt, dass man vielleicht hier rüber. Ich mache das eben zu Ende. Das bedeutet, hier die Erde noch raushauen und dann Schönstein einfüllen oder auffüllen. Gut. Ja, komm, dann machen wir auch den Rest noch eben. Sagt die Sonne, das geht doch noch. Das schaffen wir doch noch. Wie habe ich das denn ungefähr gemacht? Immer so alle zwei so. Alle zwei Zickzackkanten. Eh nicht mehr genug Zäune da. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Keine Werkbank in der Nähe.
Gut, machen wir die wenigstens zu Ende hier. So, und dann laufe ich mal gucken. Wo man hier so wohl wahrscheinlich so langkommt. Hier könnten wir noch ein paar Treppen reinbauen, wenn man diesen Weg dann weiterläuft. Jetzt hau ich da einfach mal rein mit der Faust. Der ist mir doch egal. Ich habe jetzt genug von dem Baumzeug da. Herrlich. Ja, dann kommen wir zu dieser schönen Aussicht hier. Das ist eine meiner Lieblingsstellen. Ne, das ist schon, als wir den Seed Swampweed erkundet haben in der Seed Show vor vielen Monaten, habe ich hier gestanden. Also nicht genau hier, sondern da vorne irgendwo hinter dem Baum, glaube ich. Ne. Ah, schön. Ja, gut, ist jetzt nur, es fühlt jetzt gar nicht irgendwo so was Spezielles im Weg. Da müssen wir eben mal schauen. Aber man könnte ihn natürlich dann planmäßig irgendwie noch. Jedenfalls führt er erstmal in die Natur. Sagen wir das erstmal, ne? Das ist ja auch schon mal was. So. Und da kann man hier so wunderschön auf die Jagd gehen. Ne? Was man hier noch so bauen könnte, wüsste ich jetzt im Moment nicht so wirklich. Da ist die Hafenbucht, da hinten ist die Silbermine, da geht's nur Station 74. Und apropos, ich würde vorschlagen, ja, ist jetzt schon zu spät, aber das macht nichts. Das mit dem oberen Rundweg lasse ich mal noch auf der Projektwand hängen, bis wir hier so eine Idee haben oder Lust und Zeit, das mal so ein bisschen fortzuführen. Ist ja auch noch hier, fehlt noch ein bisschen was, ne? Und diese geraden Ecken, die müssen auch noch gemacht. Vielleicht kann man das hier ausnutzen, dass man hier mehr in die Höhle reinkommt. Da sollte doch mal. Ja, ja, da hatten wir auch mal vor. Och, das war auch damals so, dass wir da eine kleine Idee hatten. Da gehen wir eben hin. Moment mal. Und zwar war da die Idee, da gibt es nämlich auch noch mal so eine schöne Halle. Wo war das jetzt? Hör mal, du, kannst du uns den Weg erklären? Hä? Du rülpst eine Schmierinfektion. Hier, die Halle meine ich. Noch einer von denen. Was ist denn mit meinem Schwert eigentlich? Vielleicht könnte ich vielleicht mal ein neues Schwert irgendwie zücken. Das wird knapp. So. Ne, aus dieser Halle wollte ich nämlich damals auch was bauen. Hier ging es dann nochmal weiter. Da kommen wir dann, glaube ich, wieder nach draußen, ne? Alles schön hell inzwischen. Aber das ist lange her. Also diese hat, ja, die hat nämlich auch wieder diese natürlichen Säulen am Rand. Und das könnte man dann vielleicht auch nochmal ausgraben, ausbuddeln, um hier nochmal so eine Art, ja, Kathedrale reinzubauen. Ne? Wie war doch mal so eine Idee. Jemand meinte, ich sollte da auch einen großen Apfel reinbauen aus Wolle. So ein Apfel, eine Apfelstatue. Ja, hier kommen wir wieder raus. Ist auch sehr schön. Aber das war eigentlich eine ganz gute Idee, dass man den oberen Rundgang für sowas gebraucht, um hier in diese Höhle besser reinzukommen. Sonst kommt man hier nämlich nicht hin. Das ist das Problem. Außenrum irgendwo durch die Natur. Oder sich hier durch diesen Hang da stürzen. Hier ist ja auch noch ein schönes See. Da kann man auch noch irgendwas draus machen. Ein unterirdisches Bad. Keine Ahnung. Ich lasse das mal auch jetzt offen hier. Lauf mal nach Hause. Sehr fein. Ja, ich gehe jetzt schlafen. Und in der nächsten Folge machen wir uns definitiv auf zur Station 74 zurück. Das ist nämlich allerhöchste Eisenbahn, dass wir da mal wieder hinkommen. Ich wollte eigentlich ursprünglich vor einigen Folgen nur mal eben noch ein bisschen Koppelstein holen, weil der uns da ausgegangen war. Und habe mich jetzt hier wieder folgemäßig da lange aufgehalten. War ja nicht umsonst, kann man ja nicht sagen, aber gewiss freuen sich viele von euch und auch ich auf die Station 74.
Weil da ja auch gerade mitten so ein drittes Gebäude am Entstehen war, ne? Okay, machen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich erstmal auf Wiedersehen, ne? Schaltet wieder da ein und überhaupt, ne? Habt noch viel Spaß. Bis dann, tschüss.